Hallihallo ihr alle! Willkommen zu meinem Food- und Fun-Favoriten-Video. Das drehe ich eigentlich mit am allerliebsten und ich schaue diese Videos auch total gern vor anderen Leuten. Hier geht es eben um Lieblinge, die überhaupt nichts mit Beauty zu tun haben. Haar auf der Nase. Und dann geht es auch schon los und zwar, was mich im Mai genervt hat. Eigentlich, wenn ich so daran zurückdenke, fällt mir jetzt nichts ein, also kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Lieblingsort habe ich auch keinen. Ich bin nicht besonders weit rumgekommen, halt nur so in der Umgebung, wo ich wohne so. Lieblingsschmuckstück habe ich aber. Und zwar ist das diese Kette hier. Die hat mein Papa mir mitgebracht von einer Geschäftsreise. Und da sie ziemlich wertvoll ist, trage ich sie halt jetzt nicht so oft. Aber irgendwie bin ich im Mai doch öfter dazu gekommen, sie zu tragen. Und ja, ich mag sie sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich sie heute auch für euch angelegt, damit ihr sie bewundern könnt. Dann Lieblingskleidungsstück ist dieses hier. Moment, ich versuche es euch zu zeigen. Ich rutsche mal ein bisschen nach hinten. Das ist ein Kleid von H&M, das ich mir erst vor kurzem gekauft habe. Das kostet 10 Euro. Ist eben so ein richtiges Quietschgrasgrün. Das finde ich total toll und ich liebe die Farbe Grün irgendwie und behaupte auch, dass sie mir ganz gut steht. Und ja, ist einfach so ein kleines, dünnes Kleidchen mit hier so einem Gummibund und hier so eine Verzierungs, wie heißt es denn, Spitze. Die gibt es auch noch in Schwarz und in Weiß und ich glaube noch irgendeiner Farbe, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ja, das mag ich sehr, sehr gerne. So viel dazu. Dann Lieblingstee habe ich hier von Messmer. Diesen hier, Birne-Apfeltee. Ich liebe den einfach über alles. Der schmeckt einfach so fruchtig und süß und lecker und ich mache ja sowieso keinen Zucker in meinen Tee rein, aber bei dem bräuchte man das wirklich nicht, weil er sehr, sehr süß ist. Könnt ihr jetzt gerade Koda sehen, der ist hier gerade irgendwie rumgelaufen. Ja, jedenfalls sehr, sehr, sehr lecker und ich lasse ihn auch abkühlen und stelle ihn in den Kühlschrank und trinke ihn dann einfach so als Eistee sozusagen und der ist echt super lecker, sehr empfehlenswert. Lieblings sonstiges Getränk, ich habe mal was Alkoholisches und zwar, tada, Beck's Eis. Das ist so geil. Ich liebe Beck's Eis. Es schmeckt überhaupt nicht nach Bier, finde ich zumindest. Schmeckt irgendwie wie Bionade oder Fassbrause oder so. Also, naja, die meisten Mischbiere schmecken jetzt sowieso nicht so krass nach Bier. Aber das ist eben mit Lime and Mint, also mit Limette und Minze. Und das finde ich super cool. Das, vor allem ist es so einfach nur so weiß, das Bier. Das ist total lecker und für den Sommer aus dem Kühlschrank ist das der absolute Hammer. Ich habe es jetzt zwar getrunken, obwohl nicht Sommer war, aber ich hatte einfach total Lust drauf. Lieblingsobst haben wir Avocado. Ich habe gelernt, es ist ein Obst, ja. Also Avocado. Das werde ich mir heute Abend zu einer leckeren Guacamole verarbeiten und dann essen. Ich freue mich schon so drauf. Oh, sie ist so schön, so schön weich. Ja. Und weiteres Lieblingsobst, Bananen. Habe ich auch hier liegen. Mein Gehirn war gerade irgendwie kurz mal außer Betrieb. Also Bananen, die sind schon ein bisschen matschig, wie man sehen kann, aber das stört mich nicht, weil ich sie immer morgens in mein Müsli reinquetsche. Und wenn ich keine Bananen mehr habe, dann werde ich auch richtig, ärgere ich mich morgens. Dann denke ich mir, oh, jetzt nehme ich mir eine Banane und matche sie in mein Müsli rein und dann ist keine mehr da und dann, deswegen, Bananen sind immer gut. Lieblingsgemüse, auf jeden Fall Spargel. Also ich liebe Spargel über alles und ich kann überhaupt nicht erzählen, wie oft ich mal Spargel gegessen habe. Und wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, muss ich auch hoffentlich wieder welchen erbeuten, denn Spargel ist einfach der Hammer. Ich mag persönlich Weißen lieber, aber am Grünen, mit Grünem habe ich mich dieses Jahr auch angefangen anzufreunden. Boah, ich hoffe, dieser Satz hat jetzt noch Sinn gemacht, aber gut. Auf jeden Fall mag ich normalerweise Weißen, aber Grüner ist auch ganz lecker. Lieblings-Cornflakes. Yum, 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 yum. Hier von Köln Müsli Knusperkokos. Das ist so geil, das schmeckt, also es ist schon ziemlich süß, obwohl da steht 30% weniger Fett und weniger süß und irgendwo steht das auch noch hinten drauf. Also das ist schon ziemlich süß, wahrscheinlich auch wegen der Kokosnuss. Aber das ist einfach so, so lecker, auch mit Naturjoghurt oder wenn ich da noch mal eine Banane hinzufüge, dann yam, yam, yam. Sehr empfehlenswert, gibt es aber nicht überall. Ich habe das bis jetzt nur in einem großen Supermarkt gefunden und da muss ich jetzt da mal hinrennen, wenn ich das haben will. Im Hit-Supermarkt gibt es das bei uns. Sonst habe ich das leider noch nirgends gesehen, was ich schade finde, weil das total lecker ist. So, Lieblingssüßigkeit bzw. Knabberei. Habe ich sogar beides noch da, aber habe ich gar nicht geholt. Ja toll, aber jetzt nochmal aufzustehen bringt es auch nicht. Also auf jeden Fall Kinderschokolade. Ich liebe Kinderschokolade, also
Das war auch, glaube ich, schon die letzten 5 Monate mein Favorit an Süßigkeiten. Weil die sind einfach so klein und lecker. Ich war sie im Kühlschrank auf und wenn mich dann ein kleines Schokoverlangen schüttelt, dann nehme ich mir einfach ein so ein Riegelchen oder 2 oder 3 oder 4 und dann geht es mir besser. Das zweite ist von Katjes. Diese Hasen, heißen die nicht 2-Ohr-Hasen, aber so ähnlich. Die mit 2 verschiedenen farbigen Ohren. Buntohrhasen, was weiß ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr lecker und ab und zu gönne ich mir mal eine Tüte und ja. Lieblingsrezept. Selbstgemachte Pizza habe ich im Mai relativ oft gegessen, weil irgendwie, wenn es schnell gehen, also was heißt, wenn es schnell gehen muss, wenn ich Hunger habe und mir was machen will, dann würde man jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, sich selbstgemachte Pizza zu machen. Aber ich habe einen guten Teig gefunden bei chefkoch.de und das Rezept verlinke ich euch in der Infobox. Das ist eben so ein dünner, knuspriger Teig. Also es ist nicht so einer mit Hefe, der dann so aufgeht und ganz fluffig ist, sondern mehr so italienisch, ganz dünn und fluffig und so. Dünn und knusprig und so. Und M. Jedenfalls schmeiße ich dann immer alles Mögliche drauf, was ich habe. Oliven habe ich fast immer vorrätig im Kühlschrank. Dann vielleicht ein paar getrocknete Tomaten, eine normale Tomate. Was weiß ich, alles was ich so finde an Resten, die irgendwie auf eine Pizza passen. Und dann habe ich meine Pizza. Natürlich kann man das auch ohne Reste machen oder einfach alles dafür einkaufen. Habe ich auch öfter gemacht. Mein Freund liebt sie auch sehr, diese Pizza. Wir machen uns immer total den Spaß daraus, den Teig zu machen. Und dann belegt eben jeder seine Ecke so, wie er will. Und irgendwie macht mir das total Spaß. Weil wenn ich mir Pizza bestelle, ist da fast nie alles drauf, was ich mag. Also es gibt zwar Pizzen, die ich sehr gerne mag, aber da fehlt immer noch, denke ich mir so, ja, hier könnten noch Oliven dazu passen. Aber ich bin dann zu geizig, um noch welche dazu zu bestellen. Ja, so viel dazu. Lieblingsduft, der kein Parfüm ist. Frisch gemähtes Gras. Ich muss zugeben, ich habe ehrlich gesagt fast angefangen zu heulen, als ich diesen Geruch gerochen habe, weil ich es einfach so sehr mag. Und nach dem ganzen, ach, ich heule gerade schon wieder fast. Gott, was ist denn los? Frisch gemähtes Gras bringt mich hier an meine Grenzen. Jedenfalls mag ich das total, weil das einfach für mich der Inbegriff von Frühling und Sommer. Und ja, ich werde total verrückt, wenn ich diesen Geruch rieche und liebe ihn. Lieblingsdeko, ich habe nicht dekoriert, Lieblingsinternetseite, war watchever.de oder beziehungsweise ist immer noch. Und zwar gibt es da dieses 30 Tage gratis Abo, wo man das eben ausprobieren kann. Danach müsste man 8,99 € pro Monat bezahlen. Das werde ich nicht machen, aber diese 30 Tage kostenlos testen kann man ja mal. Und seit ich das habe, treibe ich mich da irgendwie ständig drauf rum und will eben diese 30 Tage, die ich jetzt habe, auch ordentlich ausnutzen. Wenn es mir dann am Ende total gut gefällt, werde ich vielleicht das Abonnement abschließen. Aber, naja, brauche ich eigentlich ja nicht. Und deshalb macht es aber einfach nur Spaß, weil man kann da eben, kriegt irgendwelche Vorschläge und kann sie zu seiner Das-will-ich-noch-gucken-Liste hinzufügen. Und man kann auch Empfehlungen von Freunden und sowas sich angucken. Also das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich mit niemandem da irgendwie verknüpft bin. Aber man könnte es machen und das finde ich cool. Lieblingsgeschäft ist komischerweise H&M, also komischerweise deswegen, weil ich ungefähr, weiß ich nicht, 7 Mal im H&M drin war, aber fast überhaupt nichts gekauft habe, deswegen komischerweise. Aber ich habe mich viel im H&M rumgetrieben und habe alles inspiziert. Dann, Lieblingslied habe ich 3 Stück an der Zahl, also eigentlich noch mehr, aber mir sind nur 3 Stück jetzt erstmal eingefallen. Ich dachte, es reicht vielleicht auch erstmal. Dann ein Ohrwurm, den ich irgendwie den ganzen Mai und jetzt immer noch habe. Und ich habe Angst, dass ich das Lied demnächst tot gehört habe, was bestimmt passiert. Das ist von Macklemore und Ryan Lewis. Ich kann nicht reden. Von Macklemore und Ryan Lewis, Can't Hold Us. Das finde ich total cool und ich liebe es, das beim Putzen zu hören und beim Sport und beim Autofahren. Eigentlich in jeder Lebenslage. Und dann habe ich noch ein schnulziges Schnulzenlied. Das ist von Girl Named Toby, Holding a Heart. Das ist aus dem Vampire Diaries Soundtrack und überhaupt diesen ganzen Soundtrack, den habe ich so oft gehört, diesen ganzen Mai. Also eigentlich kann ich sämtliche Lieder, die bei Vampire Diaries vorgekommen sind, total empfehlen, weil sie einfach der Hammer sind und total toll und schnulzig teilweise, teilweise auch nicht und ja, ich mag sie total. Dann haben wir noch ein weiteres von Vampire Diaries Soundtrack von Florence and the Machine, Cosmic Love. Das finde ich auch ganz, ganz toll und höre es beim Autofahren und immer zu und singe es ab und zu, wenn ich mich dabei ertappe, dann ja. Also die finde ich toll. Ich werde auch zu allen Liedern, die ich gerade genannt habe, den YouTube-Link in die Infobox packen. Wenn es denn eine nicht GEMA- und Copyright-geschützte Version gibt, dann mache ich das natürlich.
So, wir sind fast fertig. Noch zwei Kategorien. Film und Buch. Oh, Serie habe ich vergessen. Fällt mir auf. Machen wir schnell Serie, bevor ich vergesse. Das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben. Also, im Mai gab es ja ganz viele Staffelfinale und von Vampire Diaries. Das war der Hammer. Ich liebe es. Grey's Anatomy, das war auch total gut. Also ich finde es schade, dass sie jetzt alle in der Sommerpause sind und es regt mich irgendwie auf, ich muss jetzt neue Serien finden. Also es ist nicht so, als hätte ich nicht noch genug übrig, die ich gucken würde. Aber naja, auf jeden Fall war auf jeden Fall Vampire... Vampire Diaries ist meine absolute Lieblingsserie und ich freue mich schon, wenn sie dann irgendwann mal im Herbst wiederkommt. Das ist immer mein Highlight des Herbstes. Dann Lieblingsfilm. Ich habe Fast and Furious 6 gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das im Mai war oder noch schon im Juni. Ich nenne es jetzt nur einfach mal, bevor ich es vergesse. Den fand ich sehr unterhaltsam, wenn auch unrealistisch, aber das ist ja jetzt nicht wirklich was Neues. Und dann habe ich Iron Man 3 gesehen, den fand ich richtig, richtig, richtig gut. Würde ich auch jedem ans Herz legen, der halt sowas überhaupt mag. Wenn ihr natürlich keine Comic-Verfilmung mögt, dann werdet ihr den auch nicht mögen, aber sonst fand ich ihn richtig gut. Und was habe ich noch geguckt? Oblivion habe ich geguckt mit meinem Freund. Der war sehr interessant und eigentlich gut, aber irgendwie auch verwirrend. Also ich glaube, ich fand ihn gut. So viel dazu. Dann Buch. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich angefangen habe aufzuschreiben, was meine Favoriten sind, dass ich total viel gelesen hätte und 50 Bücher geschafft habe. Dann habe ich geguckt auf meiner Kindle-App auf dem Handy und ich habe eigentlich nur ein Buch immer gelesen. Es kam mir nur so vor, als wären es 50 wahrscheinlich gewesen, weil ich ewig an diesem Buch rumgeknuspert habe. Ich bin die ganze Zeit nicht dazu gekommen, es zu lesen. Habe dann immer nur so 3 Seiten abends im Bett gelesen, bin eingeschlafen und ja... Jedenfalls handelt es sich um den dritten Teil der Delirium-Trilogie, und zwar Requiem. Habe ich jetzt endlich fertig gelesen und ich wollte eigentlich das Buch schneller lesen und ich bin die ganze Zeit nicht dazu gekommen. Das hat mich so geärgert und jetzt habe ich es geschafft und ich fand es sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Und ja, ich mag die Delirium-Trilogie. Die ist das erste Buch ist eines der besten Bücher, das ich jemals gelesen habe, muss ich wirklich sagen. Ich habe es jetzt auch schon zum dritten Mal oder so gelesen und ich liebe es immer noch total und kann ich auch jedem empfehlen. Sehr gut, kann nicht mehr reden. Habe ich schon ganz trockenen Mund hier von vielen geredet. Für den Juni habe ich mir schon einige neue Bücher heruntergeladen, die ich vorhab zu lesen. Habe auch schon angefangen. Und davon werde ich euch dann nächsten Monat berichten. Falls ihr jetzt noch dran seid, dann herzlichen Glückwunsch. Ich muss jetzt Koda füttern, der steht hier schon so und guckt mich an. Gib mir was zu essen. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss.